Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch über das Pendeln sprechen. Ich habe mehrere Anfragen bekommen, wie man denn pendelt und was man beachten muss. Daher zeige ich euch heute meine Art zu pendeln. Ich habe hierfür ein vergoldetes Messingpendel und um es euch genauer zeigen zu können, werde ich die Kamera gleich näher ranholen und etwas verstellen. Vorab schon mal. Ich empfehle für Anfänger immer ein Bergkristallpendel, Amethystpendel oder schwarzer Turmalinpendel, da diese Steine von sich aus schon Schutz bieten. Dann lasst uns mal umstöpseln. So. Dann ist es zu tief. Und wir stellen es nochmal ein bisschen höher. So, Sek. Also, ihr seht hier das Pendel. Und meine Hand. Ich versuche das Pendel möglichst durchzuhalten, damit es keine Eigenbewegung hat. Und beginne dann mit, gib mir bitte ein Ja. Ihr seht, ich bewege meine Hand nicht. Und ich kriege vom Pendel ein Ja angezeigt. Bei mir eine Drehung im Uhrzeigersinn. Jetzt gib mir bitte ein Nein. Und prompt verändert das die Bewegung in ein Schwingen nach vorne und hinten. Und als drittes hätte ich gerne ein Zeichen für keine Antwort. Und ihr seht, es bewegt sich jetzt andersrum, und zwar gegen den Uhrzeigersinn. Dankeschön. Diese drei Bewegungen merkt ihr euch, da ihr darüber mit dem Pendel kommuniziert. Dann machen wir es jetzt einfach. Ist ein Wesen anwesend, das mit uns kommunizieren möchte? Ihr seht, es bewegt sich erst zaghaft in Richtung Uhrzeigersinn, also für das Ja. Und wird immer stärker. Ihr könnt dann Sachen fragen von wegen, bist du ein Engel? Es gibt die Antwort Nein. Also ihr könnt Ja- und Nein-Fragen stellen, danke. Ja- und Nein-Fragen könnt ihr stellen, ihr könnt die Auswahl dann eingrenzen. Ihr könnt es auch selbst aufschreiben oder euch jemanden dazu holen, der für euch aufschreibt. Dann bist du ein Elb. Also, wir haben jetzt rausgefunden, das Wesen, das gerade hier ist, ist ein Elb. Jetzt können wir spezifizieren. Bist du männlich? Er lässt es wieder als Ja ausschlagen. Und jetzt können wir zum Beispiel fragen, bist du ein Waldelb? Und ihr seht, die Bewegung geht jetzt in ein Nein über. Ziemlich schnell sogar. Bist du ein Schattenelb? Und wie ihr seht, wird es ein Ja. Willst du mit uns noch weiter kommunizieren über das Pendel? Ihr seht, der Ausschlag wird größer. Gut. Bist du jung? Also haben wir es noch mit einem jungen Elb zu tun. Dann könnt ihr alles fragen, was euch so in den Sinn kommt. Erstmal danke. Ihr könnt fragen, bist du blond, wenn ihr wissen wollt, wie das Wesen aussieht. Hier bekommen wir ein relativ zaghaftes Nein. Und wie es scheint, hat die Kamera Probleme zu fokussieren.
Ihr merkt, die geben auch gerne Antwort für Fragen, die gar nicht gestellt werden, sondern Aussagen, die man tätigt. Also, die geistige Welt kann auch gerne mal ein Witzbold sein. Und da wird mir auch keiner widersprechen. Sind noch andere Wesen hier? Ein Nein. Aber das glaube ich jetzt nicht. Mein Schutzengel ist der hier. Und jetzt hat es wieder auf ein Ja geändert. Sind noch andere Elben hier? Direkt wieder ein Nein. Es gibt aber auch Fragen, die ihr nie stellen solltet, wie bist du gut? Wir haben jetzt hier ein Ja. Aber es könnte natürlich auch sein, dass das Wesen sagt, nein, ich bin nicht gut. Und dann müsst ihr gucken, wie ihr damit zurechtkommt. Was soll denn hier heißen? Nein. Danke erstmal. Wenn ihr dann alle eure Fragen gestellt habt, aufgeschrieben habt und die Antworten dazu notiert habt, was ich euch wärmstens empfehle, weil sonst merkt ihr euch das nicht, könnt ihr eine Pendelsitzung beenden, indem ihr euch bei dem Wesen bedankt. Also wir sagen jetzt einfach, vielen Dank, lieber Schattenelf, dass du hier warst. Und ich hoffe, wir treten nochmal zusammen in Kontakt. Bis dahin wünsche ich dir eine friedliche Zeit und verabschiede mich nun von dir. Möchtest du mir ein Zeichen geben, dass du damit einverstanden bist? Und dann kriegen wir direkt die Antwort, keine Antwort. Also, er möchte mir jetzt nicht sagen, dass er damit einverstanden ist. Dennoch sage ich jetzt vielen Dank, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Hol das Pendel in meine andere Hand. Puste einmal die Energie weg und habe somit eine Pendelsitzung absolviert und beendet. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Vielleicht fangt ihr auch an zu pendeln oder pendelt selbst schon. Ich bin auf eure Erfahrungen und Berichte gespannt. Und ja, ich wünsche euch eine ruhige und entspannte Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Tora, alias Mittenblade.